ich habe gefragt meine Frau, was passiert? Sie gesagt, Anne, du warst in Koma über 2 Wochen. Wenn sie mir so gesagt, das ist ein großer Schock für mich. Ich habe nicht geimpft, immer denken, alle meine Kollegen sind ohne Corona, alle gesund, jeder ist nicht geimpft. Ich immer denke, es ist nicht so stark, das ist mehr politisch. 2. September, irgendwo 11, halb 12, ich TV schaue mit der Frau, Kinder schlafen und ich habe mehr Probleme mit dem Schnupfen, keine Luft. Und Frau sagt, Anna, du musst gehen sofort ins Spital. Nach dem Kontroll, er ist gefunden, eine Thrombe, Mitte von Herz und Lunge ist verstopft, eine große Arterie. Und bei mir nachher passiert Embolie. Der Arzt mir gesagt, dass wenn ich will weiterleben, dass er mich muss in Koma bringen. Ich bin fast tot, mehr als 2 Wochen. Und ich bin ein Kind, wer ich lebe ohne Vater. Und ich nur denke, oh, was passiert, wenn mein Kind lebt ohne Vater? Was kann alles passieren, wenn ich bin nicht wieder da?